Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute war ich spontan mit meinem Freund in der Stadt shoppen und meine Ausbeute möchte ich euch gleich mal zeigen. Das ist bunt gemischt. Wir waren in Dekoläden, wir waren in Klamottenläden und ja, das zeige ich dir jetzt mal. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe jetzt zum Geburtstag auch einige Gutscheine geschenkt bekommen, deswegen, ja, ne, mussten die auch mal auf den Kopf gehauen werden. Fangen wir mal mit dem heißesten Teil von allen an. Und zwar war ich bei H&M und habe mir in der Unterwäscheabteilung was geholt. Ja, ne? Das werde ich jetzt natürlich nicht anprobieren. Das ist so ein, ich nenne solche Dinger ja auch gerne mal Sloggy, weil das ja damals von der Marke Sloggy immer so kam. Also das ist im Prinzip ja einfach so ein Viech. Hat hier auch so Cups und halt keine Bügel. Das kannst du dir halt so drunter ziehen und dann formt das so deine Figur und ist dann unten mit Knöpfen zum Zusammenmachen. Das ist, ja, ne, halt in diesem typischen Stoff, den man halt auch so kennt. Das ist halt so ein ganz weiches Material, wo man wahrscheinlich tierisch krass drin schwitzen wird. Aber wir sind nächste Woche auf einer Hochzeit von einer sehr, 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 sehr guten Freundin eingeladen. Und vielleicht ziehe ich das unter mein Kleid, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, kann man sich sowas mal holen. Ich habe auch so figurformende Shapewear, Gedönsgeschichten, Klamotten, Sachen, die ich nie trage. Aber so ein Viech, so ein One-Einteiler mit unten zusammen zu machen, habe ich noch gar nicht. Und das wollte ich mal ausprobieren. Und ja, hat ganz gut funktioniert im Laden auf jeden Fall. Und der hat jetzt irgendwie 25 Euro genau bei H&M gekostet. Kannst du nichts zu sagen, ne? Dann waren wir in einem Laden, das ist eigentlich so ein Dekoladen, aber die hatten halt auch so Taschen. Ne? Da hatte ich einen Gutschein und da habe ich mir die Tasche geholt. Die kostet normalerweise so 70 Euro und ich habe mir die gegönnt. Also die ist schön, die ist grau, die hat ein richtig sanftes, schönes Leder. Das ist italienisches Leder und die ist von der Marke Marco Venezia. Und ja, ich fand das ganz cool. Die kannst du dir entweder so als Umhängetasche machen oder du machst es so, dass du diese beiden Viecher hier, Moment, auch genannt Bügel oder so, die hier so rausziehst und dann kannst du dir die als Rucksack umhängen. So fühlt man sich wie so ein Schulkind, ne? Aber irgendwie fand ich die ganz toll und die hat sich schön angefühlt. Ich fand Grau auch echt schön mal von der Farbe her und ja, hat dann auch schöne Fächer, richtig viele Fächer. Kannst du schön mit dem Reißverschluss zumachen und warte, sag mal warte, ne? Wo sollst du denn hin? Und ja, ich fand das Design auch sehr schön, dass es hier so im Wellendesign ist. Und von innen hat es eine große Innentasche und viele, viele kleine Innentaschen. Und sowas kann ich immer sehr gut gebrauchen, denn ich habe immer so viel Kram mit in meiner Tasche. Das muss gut verstaut werden. Ja, und deswegen, ich hatte die Wahl zwischen Grau und Schwarz und mein Freund hat gesagt, nimm Grau. Und jetzt habe ich die auch mitgenommen. Ja, ne? Habe ich quasi jetzt von meinen Nachbarn gekriegt. Dann waren wir bei Depot. Auch da hatte ich einen Gutschein. Hatte ich noch aus dem Adventskalender tatsächlich. Und ja, da habe ich zum einen dieses Tütchen und was ich gleich aufmachen werde. Und dann habe ich noch so Luftballons mitgenommen. Das sind so Herzen. Weil wir ja nächste Woche auf der Hochzeit sind, wollte ich die einfach nehmen, um das Geschenk zu dekorieren. Einfach aufpusten, dran machen, glücklich sein. Und ich finde einfach, dass diese Folienluftballons sehr, sehr gut halten und lange vor allem. Und das hat einfach 99 Cent gekostet. Mitgenommen. Da sagst du nichts zu. Die Tüte mache ich mal auf. Dann habe ich noch zwei Sachen mitgenommen, um das Geschenk zu verschönern. Ja, wir schenken halt Geld. Deswegen kommt hier in diese Box das Flittergeld mit rein. Ich habe nicht verstanden, warum so eine Box 3,99 Euro kosten soll. Das muss ich ja mal wirklich sagen. Ne? Fand ich ein bisschen, naja, übertrieben, weil du kriegst ja normalerweise mit dabei, wenn du jetzt irgendwie einen Gutschein oder so kaufst. Und dann sind die ja automatisch in diesen Boxen drin. Aber gut, ne, steht halt Flittergeld drauf. Ich fand es ganz witzig, habe ich mitgenommen. Genauso wie diesen süßen Schriftzug. Das ist halt einfach Love, man kann es lesen. Und das wollte ich halt so drauf machen. Die kriegen nämlich von uns so Tassen. Mr. Right und Mrs. Always Right. Das fand ich sehr witzig. Ja, dazu dann diese Deko und halt Geld. Ja. Und Love. Finde ich süß. So, und das Letzte, was ich mir bei Depot geholt habe, es sind nur sinnvolle Sachen, Claudina. Hm. Ist dieses Ding. Dieses Ding hat gekostet Geld. Keine Ahnung. 3,50 glaube ich. Ich nehme mal hier raus. Ganz schön laut, ne? Naja, wie ihr seht, ist es ein Ventilenti in Form einer Eistüte. Ich mache ihn nochmal an, mir ist warm.
Naja, ja, Ice Cream Ventilator. Ne? Muss man haben, ein absolutes Must-Have. Geht so. Aber ich fand ihn ganz witzig. Komm, ne? Es wird Sommer, es ist Sommer, man darf sowas haben. Mein Freund hatte das eigentlich in der Hand und hat sich darüber lustig gemacht. Und als er dann von dem Aufsteller weggegangen ist, bin ich hingegangen und habe es in meine Tasche gepackt. Und er guckte nachher und sagte, dein Ernst jetzt? Natürlich. Ja, muss sein. Ein absolutes Must-Have für diesen Sommer. So, dann waren wir bei C&A und da habe ich Klamotten geshoppt. Aber nur so 3 Sachen und nur im Sale. Auch sehr passend jetzt. 27 Grad und Claudia kauft sich Winterkleidung. Darf sein. So, als erstes habe ich mir von Jessica, das ist im Angebot gewesen, anstatt von 12 Euro für 7 Euro, diesen schönen Pulli geholt. Ich mag Streifen, ich stehe einfach da drauf. Ne? Ich mag dieses Maritime und ja, den ziehe ich auch gleich mal eben an. Also ich finde, dass der Pulli einfach richtig toll sitzt. Der fühlt sich so schön weich an. Das ist total super. Hat richtig lange Arme. Das finde ich auch immer großartig, weil ich nestle immer so. Ich mache immer so und ziehe mir das immer so schön runter. Die Länge von dem Pulli ist auch wirklich optimal. Sieht man jetzt nicht so gut. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ne? Ich habe jetzt einen Rock an. Entschuldigung. Und ja, ich mag den einfach. Ich finde den richtig bequem. Und den kannst du halt entweder so im Herbst, Winter anziehen oder jetzt so als Sommerpulli überziehen, wenn es ein bisschen kälter wird oder so. Man abends draußen sitzt. Ach, ich finde den richtig schön. Und also, ne? Da kann man doch nur zuschlagen im Sale. Oder? Dann habe ich mir einen richtigen Winterpulli geholt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil die beiden Teile waren in XS. Fand ich krass. Das auch, ne? Ja, beides in XS, weil normalerweise habe ich in Oberteilen S oder M. Also ich glaube, deswegen waren die auch im Sale. Naja, dieser Pulli hat vorher 19,90 Euro gekostet und jetzt nur noch 9,90 Euro. Ja, wer kauft im Hochsommer auch so einen Pulli? Claudi. Denn Claudi kauft gerne azyklisch. Ich bin überhaupt kein, was so Kleidung angeht, ne? Bin ich überhaupt kein Modesetter, kein Trendsetter, kein überhaupt 0,0,0. Rührt noch daher, dass ich damals deswegen wahrscheinlich gemobbt wurde, dass ich halt nicht immer Markenkleidung hatte, sondern halt ganz normal so Taco, Kick. Ne? Man wächst ja, warum soll man teure Klamotten kaufen? Naja, auf jeden Fall habe ich das mir persönlich beibehalten, dass ich auch einfach nicht möchte, so die ganze Zeit als Modepüppchen rumzulaufen und nicht mit jedem Trend gehen muss. So kann man das dann auch wirklich jahrelang oder jahrzehntelang tragen, sofern die Klamotten halten. Auf jeden Fall, ja, war das ein richtig cooler Pulli mit langen Ärmeln und relativ lang auch von der Körpergeschichte her und ja, den ziehe ich jetzt auch mal eben für euch an. Auch dieser Pulli hat einfach richtig schön lange Arme. Das gefällt mir einfach, wenn du nicht immer so diese kurzen Ärmelchen hast, ne, und dir das immer so, ne, das, ich finde das so richtig super, so muss das auch sein. Und ich finde die Farbe ganz witzig. Das ist einfach so dieses eisige, gräuliche, das passt einfach zum Winter, das mag ich einfach gerne. Der hat auch eine angenehme Länge, ist unten auch ein bisschen weiter, das ist so angenehm. Einfach so ein Kuschelpullover, richtig schön muckelig, ne, der ist auch schön gewebt, also mag ich richtig gerne. Und ja, guck mal hier, diese Bündchen, das sieht ganz hübsch aus, ne, das haben die nochmal so schön umgenäht oder wie auch immer. Ich glaube, ein bisschen ist es umgenäht. Ja, umgenäht. Und ja, ne? Ist jetzt nur ein bisschen warm gerade. Ja, ne? Auch ein bisschen oversized, aber so mag ich das. Das gefällt mir für den Winter richtig, richtig gut. Und hier oben ist es halt so ein bisschen offener vom Ausschnitt her. Also, dass du es halt nicht so ganz extrem am Hals hast. Das finde ich auch immer, gerade für jemanden, der Foundation trägt, immer sehr angenehm. So, und das dritte Teil, was ich mir im Sale gekauft habe, ist eine Jacke. Ich habe gefühlt echt so viele Jacken. 50 mindestens. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe richtig viele Jacken, wirklich. Und deswegen musste noch eine Jacke mit, weil ich ja so wenig habe. Nicht. Aber sie war im Angebot. Sie war runtergesetzt. Von, Moment, wo ist das Schild? Da. Von 49,90 Euro auf 29,90 Euro. Und die fand ich cool. Das ist so eine schöne dunkelblaue Steppjacke. Und ja, die fand ich schön. Die hat eine Kapuze, die ist so ein bisschen gefüttert, also so eine schöne Übergangsjacke. Und die hat einfach auch gut gepasst und die hat mir gut gestanden und die mochte ich einfach. Und deswegen habe ich die mitgenommen und die ziehe ich jetzt auch mal eben an. Ja, bei der Jacke kannst du hier quasi dir noch so ein bisschen eine Taille machen, dass man das hier ein bisschen enger macht. Das fand ich auch ganz witzig. Das ist ein bisschen mädchenmäßiger. Und mir gefällt es, dass es Silber ist. Sonst hast du es sehr oft, dass es ein goldener Reißverschluss ist oder so, wenn es halt ein bisschen edler sein soll. Das gefällt mir richtig, richtig gut, weil ich bin halt ein Silbertragmensch. Von den Armen her, ja gut, ne? Das ist jetzt leider ein bisschen kurz. Aber das ist nicht schlimm. Wenn man einen Pulli drunter hat, der länger ist, dann passt das auch. Ja, ansonsten hast du hier noch schön zwei Taschen, wo auch zwei Fäuste reinpassen. Das
finde ich auch immer sehr wichtig, dass man halt nicht nur so Mini-Taschen hat, sondern Taschen. Ne? Kannst dann auch mal wirklich was reinpacken. Ja, ansonsten ist es halt einfach sehr weiblich und sehr figurbetont geschnitten, was mir sehr gut gefällt. Und ja, dann hast du eine Kapuze. Aber die Kapuze ist jetzt nicht so eine Ultra-Kapuze. Das heißt, die schützt dich nicht wirklich gegen Regen oder so, ne? Weil die halt so ein bisschen absteht. Das heißt, das Gesicht wird halt nass. Die Haare bleiben trocken, aber das Gesicht wird nass. Das ist halt auch echt eine schöne Jacke, die man tragen kann, wenn man auf einer Sommerhochzeit ist und eine Jacke mitnehmen möchte, weil die doch ein Stückchen edler ist und ja, nicht ganz so basic-mäßig, sondern halt ein bisschen was Besonderes. Auch dieses Gesteppte, mir gefällt das einfach richtig gut. Ja. So, dann waren wir auch noch in einem Schuhgeschäft. Ich finde es... Wie soll ich das jetzt sagen? Im Prinzip bin ich da ja auch ein Stück weit selber dran schuld. Es schließen immer mehr Geschäfte in der Innenstadt. Ne? Das finde ich schon irgendwie traurig, weil es sieht dann halt auch vom, von der Fassade her dann irgendwann echt doof aus. Ne? Weil irgendwie fast jedes zweite Geschäft dann irgendwann auch zu hat. Ich selber bin da ja auch selber schuld dran. Ne? Wir kaufen alle bei Amazon, wir kaufen online, wir gehen nicht mehr in die kleinen Läden oder in die Boutiquen. Wir gehen halt nur noch in die großen Ketten und so weiter. Sind wir selber mit bei? Ja. Aber trotzdem ist es schade, wenn man durch die Stadt geht und es einfach so leer aussieht, ne? Naja, auf jeden Fall waren wir in einem Räumungsverkauf bei einem Schuhladen. Und da habe ich mir dann zwei Paar Schuhe geholt. Das sind einmal diese hier. Die habe ich mir geholt. Die sind, glaube ich, von S. Oliver oder so. Ja, steht auch drauf, S. Oliver Schuhe. Die haben auch ein richtig tolles Fußbett. Die sind auch von innen ein bisschen gefüttert, aber nicht zu sehr, ne? Von der Oberfläche her fand ich die auch echt cool, weil das einfach mal so ein bisschen... Ne? Was anderes ist. Die kannst du auch im Herbst schön zu einem Rock tragen und so, weil die halt klobig sind, aber nicht zu klobig. Und ja, so sehen die Schuhe halt aus. Die haben ursprünglich gekostet knapp 60 Euro und dann war da 50% Rabatt drauf. Deswegen haben die nur 30 Euro gekostet. Also, nee, warte mal. Quatsch. Die haben ganz ursprünglich 60 Euro gekostet, dann waren die reduziert auf 50 Euro und dann mit 50% Rabatt habe ich die für sogar nur 25 Euro gekriegt. Ja, schöne Stiefeletten und ja, haben hier halt auch einen schönen Reißverschluss, wo du dann schön reinschlüpfen kannst. Und die haben mir echt gut gefallen und die haben auch schön gepasst und ja, fand ich bequem und werde ich mich jetzt im Herbst, Winter drüber freuen, die zu haben. Das zweite Paar Schuhe, was ich mir dort geholt habe, war ein bisschen filigraner. Hey, schlag mich nicht. Das ist in so einem schönen Roségold, so Sandalen, Sandaletten, wie auch immer. Das kann man auch super zu einem Abendkleid tragen, aber auch auf der Arbeit, weil die einfach extrem bequem sind. Die waren von 40 Euro ursprünglich reduziert auf 20 Euro und ich fand die unfassbar schön. Ich finde es sehr, sehr angenehm, dass du diesen Steg hier hast, also diese Verbindung, weil das Ganze dann nochmal richtig Stabilität bekommt und man hier hinten nicht so flappt. Sonst habe ich das oft, wenn ich da mit dem Fuß drin bin, dass es immer so flappt. Das macht es nicht. Und ja, das ist so Gold-Rosé-Gold, sehr edel und finde ich einfach schön, ne? Von Tamaris und ja... Schuhgröße 41. Ich habe halt Riesenfüße, ne? Und wenn ich da irgendwo was finde, dann freue ich mich, dann probiere ich das an. Und wenn es dann noch passt und wenn es auch noch gut sitzt, dann feiere ich eine kleine Party innerlich. So, ihr Lieben, das war jetzt meine kleine, aber feine Ausbeute von meinem, ja, entspannten Shopping-Day mit meinem Freund. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls, die ich so gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Wirklich. Ganz, ganz, ganz doll viel. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!